Moin aus Hamburg. Wir machen heute eine Art Mini-Groundhopping-Tour und haben uns drei Filetstücke aus Hamburgs Landes- und Kreisligen rausgesucht. Wir sind beim SC Teutonia, wir sind beim VfL Harmonia und fantastischerweise sind wir auch beim Hamburg-Eimsbüttler Ballspielclub, kurzer EBC genannt. Das ist mein alter Verein. Hier habe ich vor 30 oder 40 Jahren in der F-Jugend gespielt, eine Saison. Fasziniert war ich von diesen lilafarbenen Baumwolltrikots von Irima. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Vermutlich wird mich noch jeder kennen, vielleicht aber auch nicht. Genau, wir haben gerade eben erfahren, dass der ganze Spieltag mit einem Wasserrohrbruch angefangen hat. Also, die Duschen sind schon mal nicht warm. Ja, HEBC ist wirklich der Nachbarschaftsverein. Das ist eine schöne Atmosphäre hier, umringt von Häusern. Das ist so mitten im Stadtteil. Das ist einfach von der Atmosphäre her ist das toll. Der Verein hat die Besonderheit, dass er ja seit Jahrzehnten immer um 10.45 Uhr spielt. Das ist dann so ein bisschen so das Frühschoppenspiel. Kaffee trinken, dann ein Bierchen trinken und dann zum Mittagessen zu Hause sein. Viel heute. Ja, klar. Nee, also da Spielkultur ist echt da. Also da hat der Vergehen noch richtig gute Arbeit gemacht. Ja. Geht schnell, wird schnell überbrückt, das Mittelfeld, sie gehen vorne ziemlich aggressiv drauf. Wir stehen jetzt hier an dem Bild der HEBC Jahrhundertelf. Seltsamerweise befinde ich mich nicht hier drauf, allerdings natürlich Thomas Wolter, Jörn Großkopf, bekannte Namen, Daniel Brückner. Du hast mit Thomas Wolter zusammengespielt, mit Jörn Großkopf auch? Mit Jörn Großkopf und sogar noch ein Jahr mit Daniel Brückner. Ah, okay. Ja. Ja, alles Jungs, die es dann später mal geschafft haben. Das heißt also, natürlich ist bei HEBC auch gerne mal gefeiert worden, aber es gab auch immer Leistungsfußball auch. Das ist ja auch unser Ziel, hier etwas zu erreichen und die Kinder vor allen Dingen von der Straße zu kriegen, ihnen etwas zu bieten und eine Perspektive zu zeigen. Erzähl doch mal, was der große Unterschied für dich ist zwischen Profifußball und Amateurfußball. Ja, also Amateurfußball, wie gesagt, man hat Kontakt zu den Leuten, man kann da auch mal mit dem Protagonisten des Spiels einfach auch mal direkt sprechen und ansonsten muss man ja wirklich sagen, gerade was diesen Sommer angeht, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch nur bei mir im Freundeskreis so, aber dass viele Leute da auch langsam und mehr und zusehends genervt sind vom Profifußball, all diese Dinge, die da, es wird immer mehr, immer größer, immer mehr Geld, klar der Transferwahnsinn, Eurosport-Player, Videobeweis, Anstoßzeiten, die immer weiter aufgesplittet werden, Märkte in Asien, die erobert werden sollen, das ist alles so, also entfernt sich immer weiter von der Basis, nach meiner Meinung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der ein oder andere da vielleicht auch wieder Lust hat, ein bisschen mehr den Fußball so zu erleben. Ja, zum Anfassen pur, wie er eben halt im Amateurfußball zu erleben ist. Wir sind jetzt hier beim SC Teutonia 10. Hier steigt gleich ein Kreisliga-Spitzenspiel zwischen Teutonia 10 und Krupunda Lohkamp. Bei mir ist Co-Trainer Ali von Krupunda Lohkamp. Ja, Ali, erzähl doch mal, was fasziniert dich so am Amateurfußball? Warum bist du dabei? Ja, also erstmal Amateurfußball bei Lohkamp ist schon mal so eine Sache, weil wir sind ein sehr kleiner Verein. Sprich, wir sind auch dabei, gerade Strukturen zu schaffen, selbst zu kreieren, selbst zusammenzustellen, Trainingsinhalte, Mannschaften, einfach alles. Ja, wir geben Gas heute, wir wollen unser Ding machen und wir wollen die drei Punkte mitnehmen, ganz klar. Zauberfußball zu erwarten? Ja, definitiv. Übersteiger, Fallrückzieher? Nein, das nicht. Viel Kurzpassspiel, viel Kombination, Passstaffetten, darauf können wir uns gefasst machen in jedem Fall. Fokus aufs Spiel, jeder weiß, was er zu tun hat, sprecht viel. Massi, bei Druck, du gibst den Ton an. Ja. Du weißt ganz genau. Du sagst den Jungs Bescheid, jeder weiß, was er zu tun hat, wie er zu pressen hat. Schiri!
Bulla! Jos! Nein! Block, Block, Block! Ja, super, super! Komm! Zurück! Umdrehen! Komm hier nach hinter den Ball, schnell! Brat, geh schnell! Sonne, lass dich fallen, Sonne! Tamam, tamam, böyle iyi. Sera, tamam. Zwei Euro Erwachsene, ein Euro Rentner und Erwerbslosen. Und je höher die Vereine spielen, je mehr. Vor kurzem war ich in Harburg gewesen. Da musste ich natürlich schon, für Rentner musste ich da schon 3 Euro bezahlen, weil die in der Bezirksliga spielen. Stefan, mach auf Vibo, schnell! Stefan auf Vibo! Vibo! Hallo, wieder eine fantastische Überleitung. Wir sind jetzt mitten im Hamburger Schanzenpark, wo die erste des VfL Harmonia heute gegen Bramfeld spielt. Das Spiel läuft bereits, 0-1 steht's. Ich habe mich sicherheitshalber heute als Rasen getarnt, damit ich das Spiel nicht störe. Neben mir steht Karl Heinz, Ex-Präsident des VfL Harmonia, Kreisliga 5. Heute geht es gegen den Bramfelder SV. Harmonia ist ja super in die Saison gestartet. Ja, das macht mich ja ein bisschen ängstlich, weil dieser Auftritt ist natürlich relativ gut. Den schönen Saisonstart, was wir in den letzten Jahren ja nicht so hatten. Heute gegen Bramfeld, ich denke mal, ein Sieg ist drin. Positiv sein. Die Schiri sind da als Schiedsrichter. Die spielt nichts vor Bramfeld oder vor uns. Lassen wir die komplett in Ruhe. Was macht für euch denn den Verein aus? Was ist das Besondere am VfL? Genau, der Zusammenhalt. Ja. Immer lustig hier. Kameradschaft. Guten Schiedsrichter auch. Welche Liga seid ihr? Kreisklasse? Kreisliga. Das Knie an. Ja. Ist das ein Kreisklasse-Knie? Gehen Sie denn lieber hier hin als zum Profifußball? Ja, auf jeden Fall. Ja. Warum? Erstmal, Fußball ist ja nicht besser, oder? Nein, aber die Jugend hier. Nee, da muss man so viel Geld bezahlen. Hier brauchen wir nur 1 Euro bezahlen. Ja. Ja. Hier wird viel für die Jugend gemacht. Und, ja. Da, und wir stehen an erster Stelle. Seit wann sind Sie Mitglied? 67. Und können Sie mal so ganz grob sagen, wie sich der Verein im Laufe der Jahrzehnte verändert hat? Nö. Nur der Platz ist anders jetzt. Und Sie haben früher hier noch auf Grand gespielt dann, oder? Ja, das ist schöner Grand. Schöner Grand? Ja, die Knie sind noch kaputt. Immer noch scharf drauf, oder? Da ist immer noch Grand drin. Diese kleinen Steinchen und so. Sag doch mal ganz kurz, was ihr am Tag der Amateure vorhabt. Oder ist da irgendwas Spezielles geplant? Gegen wen spielt ihr da? Wir haben 3 Heimspiele. Das ist das erste Mal die Saison, dass wir wirklich 3 Heimspiele haben. Unser Ziel ist natürlich, 9 Punkte zu holen in den 3 Spielen. Ja. Und an dem Tag der Amateure wollen wir gerne hier diesen ganzen Wandbereich komplett erneuern. Und die Tür, die da hinten ist, die schleift und die wollen wir auch gerne erneuern. Ja. Ja. Genau. Und es wird ein großes Fest. Am Ende wird noch gegrillt mit allen Helfern, die hier mit anpacken. Und da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Okay, das war's aus dem Hamburger Schanzenpark. Fantastisches Wetter, fantastische Stimmung, wirklich super viel los hier für ein Kreisligaspiel. Die Wurst war auch sehr, sehr lecker, nur zu empfehlen. Kommt einfach nächste Woche vorbei, Tag der Amateure, 8. Oktober. Harmonia hat 3 Heimspiele in Folge. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Bis dahin, ciao.